Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Observer. In der letzten Folge seit der letzten Folge sind wir auf der Suche, so, nach dem Besitzer des Tattoo-Studios. Und wir haben sogar die Wohnung gefunden, aber wir sind rein in die Wohnung und jetzt haben wir hier diese seltsame Sicht, was hier ziemlich, wie so eine Villa aussieht von innen. Jedenfalls werden wir uns einfach mal da reinbegeben, mal gucken, ob wir eventuell die Leiche des Tattoo-Studio-Besitzers, so, dass wir die finden. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Typ nicht mehr leben tut. Fällt mir jetzt erst auf. Ich hoffe nur, dass jetzt irgendwie aufgrund der Musik. Weißt du, so komische Porträtfotos, die eigentlich aus dem Mittelalter stammen und überall sind die so verändert worden, dass das jetzt so. Ja. Als wenn jetzt irgendwelche mechanischen Sachen an sich hätten. Sieht traurig aus. Wie können wir die Dinge ausschalten? Ich werde mich nicht wieder über diese Musik beschweren. Ist in Ordnung. Völlig in Ordnung. Alles gut. Darf ich wieder gehen? Bitte? Nein? Bring mich doch. Wort finden, okay. Ich wollte gerade sagen, hey, die haben jetzt mal beide mal keine Prothesen an, aber der sieht nicht so gesund aus, der komische blaue Typ da hinterm Baum. Oder ist das blau? Das ist blau. Ich glaube jetzt einfach mal, dass er blau gewesen ist, so. Okay, also so komme ich schon mal nicht raus. Okay, ich kann meine Sicht nicht einschalten. Diese sind auch so teilweise so bekannte Bilder dabei, weil das Bild habe ich schon mal irgendwo gesehen, wo sie, glaube ich, dabei sind, so den menschlichen Körper zu erforschen, weil es ja doch Ewigkeiten ja unter verboten gewesen ist, Leichen zu sezieren, um überhaupt den menschlichen Körper kennenzulernen. Specialize in augmentation. To go beyond limits. To realize our true potential. To usher in a new era. Big words. Some would say it's all about improving the patient's quality of life. Something bigger than that. Our true goal should be to improve all of mankind. Each subject a step towards that goal. A subject? Do you
Okay, jetzt wollen wir da. Ich verstehe hier nichts. Das setzt sich gerade selber ab? Hä? Mir hat einer verraten, was das hier soll? Ich verstehe gerade überhaupt nichts. Hä? Ne, wieder raus, noch rein. Das komische Ding tastet sich anscheinend irgendwie selber ab und they will know my name. Wohin? Tissue inflammation. It's rejecting the implant. Also in die Hand nehmen kann ich das schon mal nicht. Ja, auch anscheinend wieder aufgelöst.
Vom. Wieso? Ich wollte gerade fragen, wieso erinnert mich das Ganze irgendwie so sehr stark an Layers of Fear oder sowas in diese Richtung, aber das ist ja anscheinend ja von den gleichen Machern. Ja, ist ja schon gut. Alles wird gut. Muss ja nicht gleich ausrasten hier. Genau, über alles reden. Hä? Hä? Connected for 16 minutes and 43 seconds real time. 16 minutes? Am I losing it? Already scanned. Focus down. Try to remember. Warning. Abnormal genetic structure detected. This blood doesn't match the victim's. Calibrated trace. Calibrating now. Calibration complete. Trace established. Bingo. Das ist jetzt gerade sehr seltsam, dass er. Wir sind reingekommen und dann sind wir anscheinend in der Erinnerung gewesen direkt. Also das ist ja. Nee, warte, warte, ja, warte halt wieder zu. Das erklärt also. Wunde. Ja, lieber. Prothese. Geht's? Implantat. Prothese. Gegenstand. Okay. Eieieiei. Ja, schon wieder Sachen zu lesen. Wunderbar. Antwort. Wiedereinsetzung. Check. Ich habe dich immer als guten Freund und Mentor betrachtet. Auch wenn deine Lehrmethoden manchmal etwas herb sind, bin ich durch sie zum besseren Chirurgen, zum besseren Chirurgen geworden. Ich möchte dir nun den gleichen Gefallen erweisen und ganz ehrlich sein. Du erhältst auf gar keinen Fall eine Lizenz zurück. Die Anschuldigungen des Rats sind einfach zu schwerwiegend. Ich habe meinen ganzen Einfluss geltend gemacht und ein Gesuch eingereicht. Aber sie geben einfach nicht nach. Selbst nach dieser Zeit bist du immer noch ein Aussätziger. Und die Familie des Patienten hilft auch nicht. Meine Güte, Jack. Was hast du dir nur dabei gedacht, einen ungetesteten Prototypen, einen Patienten der Klasse A einzusetzen? Und wozu? Selbst wenn es funktioniert hätte,
Wäre dir Missbrauch vorgeworfen worden? Was auch immer deine Gründe waren, ich befürchte, du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Mit freundlichen Grüßen, Herbert. Scheinbar ist unser Tätowierer mal Chirurg gewesen. Das hast du alles verdient. Ich weiß nicht, ob diese Nachricht sie erreicht, aber ich hoffe es sehr. Es hat etwas gedauert, ihre aktuelle Adresse herauszufinden. Wir kennen uns nicht persönlich, aber ihre Taten haben mein Leben verändert. Genauer gesagt, sie haben es in einen Albtraum verwandelt. Möchte ich diese Gelegenheit nutzen, so, ihnen meine Wertschätzung auszudrücken. Vor knapp 2 Jahren hatte die einzige Frau, die ich hier geliebt habe, die zweifelhafte Ehre, sich in ihrer Pflege zu befinden. Und auch wenn sie nicht genesen ist und nicht genesen wird, so hat ihr derzeitiger Arzt, ein echter Arzt, einen Weg gefunden, das ihr Leben halbwegs erträglich zu machen. Dazu hat er meine Magensonde gelegt, wo sich ihr Hals befand. Sie hatte eine wunderschöne Stimme, falls das überhaupt interessiert. Ich habe gelernt, dass Soziopathen sich nicht um das Elend anderer scheren, auch wenn sie es versucht haben. Ich habe noch nie jemanden etwas Böses gewünscht, aber wenn ich die leere, verkrüppelte Hülle dessen sehe, was einst meine Frau war, kommen mir Gedanken und Gefühle, die ich nie für möglich gehalten habe. Ich habe dieser Nachricht ein Foto angehängt und möchte, dass sie es sich lang, lange und genau ansehen und wissen, was sie getan haben. Ich möchte, dass sie für den Rest ihres Lebens verfolgt. Ich möchte sie daran erinnern, dass sie ein Metzger sind, ein Quacksalber, ein herzloser Lehrer, nichts nutzt. Ich weiß nicht, in welches Höllenloch sie sich verkrochen haben, aber ich hoffe, sie verrecken darin und rotten danach in der Hölle. Sie sind nicht mehr so gut aus. Da ist es wieder. Hey, ich bin sicher, man sieht es unter der Haut. Das Ding juckt wie Hölle und es wird schmuddelig. Wenn ich es anfasse. Du musst was tun. So kann ich nicht zur Arbeit gehen. Melde dich, sobald du diese Nachricht bekommst. HN. Komplikation. Ich mache mir Sorgen um den Kurier. Sie kommt mit dem Stress nicht gut klar. Sie ist irrational und neigt zur Hysterie. Ich kann mich auf meine unfehlbare Software und deine Hardware verlassen, aber die menschliche Komponente so, ist, wie immer, das schwächste Glied. Ich frage mich, was riskanter ist, einen Dritten hineinzuziehen oder so weiterzumachen wie bisher. Ah, PS. Danke für das Gemälde. Ich hänge es gleich auf. Ich habe auch schon den perfekten Platz. Moment, keine. Programme, keine. Ausmachen. So. Ein Möchtegern-Chirurg. Auch noch. Oh, jetzt sehen die Bilder aber nicht mehr so krass verstörend aus. Kreditchips. Oh Gott. Oh! Sowas gibt es noch. Selbst in der Zukunft krass.
Das hören wir uns jetzt nicht an. Gut, dann folgen wir mal der Blutspur. Das sind nur die Bilder, die ich doch meinte. Okay. Ein für ein Bild. Okay, ist schon gut. Dann. Oh. Vorhin noch eine. Ne, gibt also jetzt hier keine Vinyl zu hören. Wahlprotokoll aktualisiert. So. Der Mörder wurde in einen Kampf versetzt. Er hinterlässt eine Spur. Wenn ich der folge, kann ich den Bastard vielleicht endlich schnappen. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Also wo der hin ist. Ah, hier geht's lang. Die nicht vorher aufgefallen. Oh nein. Warum verzieht sich gerade das Bild so komisch? Nicht raus. Muss ich jetzt durch die Küche laufen? Oh. Kommt Gas aus. Hä? Das ist sehr komisch. Ich glaube, das ist unsere Kreatur. Schon gut. Geh ja schon. Ah. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass unser werter Herr Detektiv immer bekloppter wird. Ich verstehe gerade wieder nichts. Was ist hier wieder los? So. Ich bringe jetzt alle den ganzen Weg runter in den Keller.
Chromic Blut. Und ich glaube, wir sollten wirklich an dieser Stelle jetzt die Folge beenden. Ja. Mal sehen, ob wir den Typen schnappen werden in der nächsten Folge. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. An dieser Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Observer. Bis dahin. Ciao.